Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zu unserer gemeinsamen Arbeit an den anthroposophischen Leitsätzen, wie sie veröffentlicht worden sind, laut den Angaben von Rudolf Steiner in den Jahren 1924 und 25. Es ist eine Darstellung des Erkenntnisweges der Anthroposophie. Also der Frage der Wissenschaft von der geistigen Welt, der Wissenschaft vom Menschsein und von der geistig-seelisch-physischen Welt, wie wir sie auch im Sinnlichen erkennen können. Und wir werden uns heute ansehen, eines der großen Gebiete, die Rudolf Steiner mit dieser Wissenschaft vom Geist erarbeiten konnte, die Erkenntnis von der Dreigliederung der Welt, also einer physischen, seelischen und geistigen Welt, der Dreigliederung des Menschen und dass diese Gesetzmäßigkeit der Dreigliederung auch für soziale Organismen, auch für Unternehmungen, Gesellschaften, für Strukturen, wie es Staaten sind, ihre unbedingte Geltung haben. Dass wenn man diese geistige Gesetzmäßigkeit der Dreigliederung erkennt und ausarbeitet, man auch erkennt, dass es eben nicht eine Beliebigkeit ist, eine Organisation, einen sozialen Organismus, einen Menschen oder die Welt zu betrachten, dass alles eins wäre, sondern man muss im Denken so weit kommen, auch die Spezialitäten, die genaueren Fähigkeiten, den genaueren Aufbau der verschiedenen Glieder eines Organismus sich ansehen zu können. Und so haben wir beim Menschen eine Dreigliederung, die man sehen kann in dem Gliedmaßensystem, in dem also Stoffwechsel-Gliedmaßensystem, in dem rhythmischen Herz-Lungen-System und in dem Nerven-Sinnes-System, das mit dem Haupt verbunden ist. Und wir können zuordnen von den Fähigkeiten her das Denken dem Haupt des Sinnes-System, das Fühlen dem rhythmischen Herz-Lungen-System und das Wollen, dem Gliedmaßenstoffwechselsystem. Und wenn wir das erkennen können, dann können wir auch erkennen, wie ein sozialer Organismus eben aufgebaut sein sollte, wenn er heil und gesund wirken sollte zum Wohle der Menschen. Dass wir im Wirtschaftsleben eine Brüderlichkeit haben sollten, im Rechtsleben die Gleichheit, das gleiche Recht und im Geistesleben die Freiheit der Gedanken, die Freiheit der Äußerungen und des Wortes. Wir haben bei der Französischen Revolution ja diese Schlagwörter, da waren es eigentlich nur Schlagwörter der Gleichheit, der Freiheit und der Brüderlichkeit, aber nicht unter der unbedingt notwendigen Konzentration dieser Begriffe auf ein spezielles Glied des sozialen Organismus. Da wurde dann alles bunt durcheinander gemischt. Und wir wissen ja auch, dass bei der Französischen Revolution es zu ganz starken Verheerungen und Auslöschungen des Geisteslebens kam, weil die Intentionen manipuliert wurden von ahrimanischen Geheimgesellschaften, so dass Verderben über die Menschen kam. Und wir sehen heute, dass die Einheitsstaaten und die Versuche der Gliederung des Lebens in den Staaten mehr und mehr korrodiert und die Staaten eigentlich pervertieren und fast nur noch Schädigungen ihrer Menschen zustande bringen. So ist das eben eine Notwendigkeit für uns heute.
uns auseinanderzusetzen mit dieser Frage der Dreigliederung des Menschen, um zu verstehen daraus auch die Notwendigkeiten einer Dreigliederung des sozialen Organismus, das eben wieder Brüderlichkeit in die Wirtschaft, in das Wirtschaftsleben bringen will, die wieder Recht, gleiches Recht in das Rechtsleben bringen will und Freiheit in das Geistesleben, in die Gedanken und die Worte, das ausdrücken dürfen des eigenen. Und so können wir uns ansehen, diese Dreigliederung, dass wir haben zwei Welten, das ist die sinnlich-physische Welt und die geistig-seelische Welt, und die wirken zusammen. Wir sind ein Geisteswesen, das sich zur Inkarnation auf Erden ein Elternpaar sucht, um sich zu inkarnieren und hier einen sinnlich-physischen Leib hat. Und dieser sinnlich-physische Leib wird ja aufgebaut vom Ätherleib, vom Bildekräfteleib, also der Leib, der durch Geisteskräfte, durch ätherische Kräfte und Strömungen diesen physischen Leib erst bildet. Und dieser physische Leib und Ätherleib, die sind das, was man nennen kann, der Spiegelungsapparat, in dem sich das Seelische und Geistige spiegeln kann. Es ist nicht die wahre Menschenwesenheit, die wir erleben in der normalen sinnlich-physischen Wahrnehmung, sondern erleben eine Spiegelung von uns selbst. Zunächst ist das seelische Erleben des Menschen, wie es sich im Denken, Fühlen und Wollen offenbart, an die leiblichen Werkzeuge gebunden, sagt er zu Rudolf Steiner. Und es gestaltet sich so, wie es durch diese Werkzeuge bedingt ist. Wer aber meint, er sehe das wirkliche Seelenleben, wenn er die Äußerungen der Seele durch den Leib beobachtet, der ist in demselben Fehler befangen wie einer, der glaubt, seine Gestalt werde von dem Spiegel hervorgebracht. Es ist also für uns heute eine Notwendigkeit zu erkennen, das wahre Wesen des Menschen als geistiges Wesen, dass wir uns selbst erkennen, wenn wir unser seelisches und geistiges Wesen erkennen. Wenn wir uns nur von der sinnlich-physischen Seite aus betrachten, dann und glauben, das wären wir als Ganzes, dann ist das ein Irrtum. Ebenso, als würden wir einen Spiegel sehen und das Spiegelbild für uns selbst halten. Und weiter sagt Rudolf Steiner, das menschliche Seelenleben muss, um innerhalb der Sinneswelt sein Wesen voll zu erfüllen, ein Bild seines Wesens haben. Das seelische Selbst ist seinem Wesen nach von den Leibeswerkzeugen nicht abhängiger als der vor dem Spiegel stehende Beschauer von dem Spiegel. Dieses Wesen der Seele kann also auch nicht in dem gewöhnlichen Bewusstsein gefunden werden. Und von diesem Irrtum, der natürlich selbstverständlich ist anfangs, dass wir glauben, dass alles abhängt in unserer Existenz von dem Gesundheit des sinnlich-physischen Leibes, dass das ein Irrtum ist, dass wenn wir sozusagen eine Krankheit oder einen Schaden nehmen im physischen, dass irgendwelche Organe oder Gliedmaßen oder Teile des Hauptes oder des Gehirnes nicht so funktionieren, wie wir das gewohnt sind, dass wir glauben, wir wären als Wesenheit beschädigt, wir sind nur im Spiegelungsapparat beschädigt. Die wahre Menschenwesenheit ist davon unbeeinflusst. Und die Dreigliederung des Menschen, die erleben wir auch im Grundstein, den Rudolf Steiner ja am 25. Dezember 1923 als diesen Grundstein für eine neue Mysterienkultur für die anthroposophische Gesellschaft gegeben hat. Und ich zitiere da: Du lebest im ruhenden Haupte, das dir aus Ewigkeitsgründen die Weltengedanken erschließet. Und du wirst wahrhaft denken in Menschengeistesgründen, in des Geistes Weltgedanken erwachet die Seele.
Wir haben also das menschliche Haupt als das, was uns die Fähigkeit gibt, uns zu entwickeln durch das Denken, um mit dem Weltgedanken, mit der geistigen Welt in Verbindung zu kommen. Und weiter heißt es, du lebst in dem Herzenslungenschlage, der dich durch den Zeitenrhythmus ins eigene Seelenwesensfühlen leitet. Und du wirst wahrhaft fühlen, im Menschen Seelen wirken. In dem Christus wird Leben der Tod. Und hier sehen wir schon, dass die Dreigliederung des Menschen eben in einer Verbindung steht mit der Dreigliederung des Makrokosmos, auch mit der Dreigliederung der göttlichen Trinität, dass wir im Haupte, im Denken, mit dem Geistesgott, mit dem Herzenslungenschlage, mit dem Seelenwesen, mit dem Fühlen und dem Christus in Verbindung stehen. Und weiter heißt es, du lebst in den Gliedern, die dich durch die Raumeswelt in das Geistesmeereswesen tragen. Und du wirst wahrhaft leben im Menschenweltenwesen, aus dem Göttlichen weset die Menschheit. Wir bewegen uns als physisch inkarnierter Mensch in der Raumeswelt, dem Irdischen. Und das Wollen, das sich aus dem Schicksal der vorhergehenden Inkarnationen ergibt, trägt uns durch dieses Geistesmeereswesen, das in dieser Welt vor sich geht. Und so können wir uns erleben als Mensch in der Welt, verbunden mit dem Vatergott, dem göttlichen Urgrund der Welt. Und die Dreigliederung des Menschen, die zeigt uns eben, dass wir, das Gehirn ist eigentlich wie eine realisierte, wie eine stoffgewordene Imagination des seelischen Lebens. Also wenn wir uns das genauer ansehen, die Dreigliederung, dann können wir das Menschenhaupt ansehen. Und das ist wie eine Imagination von geistig-seelischen Wahrheiten. Es ist Bild, während der rhythmische Organismus es nicht bis zum Bild gebracht hat. Also wir können im Haupte erleben, die Formung der geistigen Welt. Im rhythmischen System können wir das nicht mehr. Am wenigsten hat es der Stoffwechselorganismus dazu gebracht, der durchaus etwas Unplastisches, etwas Unbildhaftes ist. Dadurch verbinden wir uns mit der physischen Welt. Es ist also am wenigsten Abbild dessen, was wir in der geistig-seelischen Welt erkennen können. Also als materialisierte Imagination können wir das Gehirn auffassen. Den rhythmischen, also das Herzens-Lungensystem, hier hat man eine äußerlich im Prozess, im Vorgang sich abspielende Inspiration. Also im Geistigen, im Haupte haben wir die Verbindung mit der Imagination, im rhythmischen System die Verbindung mit der Erkenntnis der Inspiration, wo das Geistige und das Stoffliche fortwährend ineinander spielen im Rhythmus. Es ist das Verbindende zwischen dem Hauptdenken und den Gliedmaßen. Wollen ist das rhythmische System, das auf- und niedersteigt. Im Stoffwechsel, im Gliedmaßensystem, hat man ein fortwährendes Übergehen beim Menschen vom Stoff in den Geist und den Geist in den Stoff. Und Rudolf Steiner sagt dazu, zu dieser Dreigliederung, dieses und vieles andere erweist sich als polarischer Gegensatz. Erst wenn man dieser Weise den menschlichen Organismus, also polarischer Gegensatz in den unteren Gliederbereich der Gliedmaßen, Stoffwechsel und des oberen, des Hauptes, Nervensystems, erst wenn man in dieser Weise den menschlichen Organismus durchschaut und dann sieht, wie alles das, was ich Organisation, was unsere geistige Individualität ist, im engeren Sinne verbunden ist an das Nervensinnensystems, an das Hauptesystem, wie alles das, was Ätherleib des menschlichen Organismus ist, gebunden ist im engeren Sinn an das Stoffwechselgliedmaßensystem. Also die Bildekräfte in Verbindung sind mit dem wir in der Welt tätig werden können, wandeln können und das Glied
und wie alles das, was astralischer Leib ist, gebunden ist an das rhythmische System. Also wie wir mit der ganzen Welt, dem Rhythmus der Welt zusammenhängen, mit dem Herzens-Lungensystem und wie der physische Leib das Ganze durchdringt, aber fortwährend überwunden wird von den drei anderen Gliedern der menschlichen Organisation. Dann lernt man eben auch in das Normale oder Abnormale, in das sogenannte normale oder abnorme Prozesse der menschlichen Organisation hineinzuschauen. Also wir erleben in der Dreigliederung das Menschenideal, wie es Bürger ist zweier Welten. Und wie wir zusammenhängen mit der Dreigliederung der Welt. Der 32. Leitsatz. In dem Haupte des Menschen ist die physische Organisation ein Abdruck der geistigen Individualität. Physischer und ätherischer Teil des Hauptes stehen als abgeschlossene Bilder des Geistigen und neben ihnen in selbstständiger seelisch-geistiger Wesenheit stehen der astralische und der Ich-Teil. Man hat es daher im Haupte des Menschen mit einer Nebeneinanderentwicklung des relativ selbstständigen physischen und ätherischen einerseits, des astralischen und der Ich-Organisation andererseits zu tun. Und wenn wir uns den Kopf ansehen, es ist Intuition, Inspiration, Imagination der kosmischen Geistigkeit, was im menschlichen Haupte vorliegt. Es ist, wie wenn die Gottheit selber ein Bild des Geistigen hätte schaffen wollen und dem Menschen sein Haupt aufgesetzt hätte. Es ist deshalb im Grunde genommen drollig, wenn die Menschen Bilder vom Geist suchen, während sie das Beste, das Großartigste, das gewaltigste Bild des Geistes, aber eben das Bild des Geistes, nicht den Geist selbst, im menschlichen Haupte haben. Da haben wir die Kopfesorganisation, eine wirkliche Nachbildung des ganzen Kosmos. Er muss sich klar werden darüber, was eigentlich in seinem Kopf, in seinem Haupte wirkt. Das menschliche Haupt als eine Halbkugel, die abbildet den Fixsternhimmel, die Himmelskugel, die hereinwirkt, geistig in den Geist, den der Mensch in seinem Haupte hereinspiegeln kann. Da draußen sind die Sterne. Unser Haupt nimmt auf die Wirkung des Strahlenglanzes der Sterne. Das Haupt nimmt auf diese Strahlen. Dann ist dasjenige, was aufgenommen ist, drinnen in unserem Haupte. Der ganze Sternenhimmel in unserem Haupte. Der Mensch spricht das Ich durch seine Gedanken zunächst in seinem Kopf hinein aus dem Innersten seines Wesens. Wahrhaftig, es ist so. Dasjenige, was sich draußen als Glanzelement der Sterne entfaltet, es wirkt in dem Menschenhaupte, es ist da drinnen. Der Mensch spricht aus dem Zentrum seines Wesens, sein Ich, in diesen zusammengerollten Weltenraum, der das Innere seines Hauptes ist hinein. Wenn er sein Ich in dasjenige seines Menschenwesens hineinspricht, das ein Abbild ist der Götterwohnungen, dann wirken in ihm die Götter, die Götterwohnungen bewohnen selber. Das ist die Verbundenheit des Geisteswesens Mensch mit den höchsten Geistern der Engelhierarchien, der ersten Hierarchie, die hereinsprechen, hereinschaffen das Menschen-Ich, sodass sie hereinsprechen, dass ich und wir uns als Ich erleben können, wie wir dann durch Geistesschulung uns verbinden können mit der geistigen Welt aus dem niederen Ich, das wir erleben, durch das Haupt gespiegelt, hineingehen können in die geistige Welt. Und das spricht dann in der 11. Stunde. Welten, Sternen, Städten, Götter, Heimatorte, sprich den Hauptes Höhe, Menschen, Geistes, Strahlung, das Ich bin.
So lebet ihr im Erdenleibe als Menschenwesenheit. Das ist ein Dialog, den der Mensch hören kann, in der Verbindung mit den höheren geistigen Wesenheiten. Und wir sehen das Denken, dass es gebunden ist, eben im physischen, an den physischen und ätherischen Leib, die ihm als Spiegelung dienen für die geistigen Gedanken, die wir sonst noch nicht wahrnehmen können. Und das Hellsehertum, sagt Rudolf Steiner, das erkannte eben, dass dieses Gehirn im Ätherischen hinausragt und wir durch dieses Hinausragen und dass die Funktion des Gehirnes, dass es ganz ruhig in Ruhe sein kann, dass die Nervenbewegungen ganz in Ruhe sein können, dass das erst die Möglichkeit von feiner, ruhiger, logischer Gedanken uns ermöglicht. Und Rudolf Steiner weist da auch darauf hin, dass der Inkarnationsvorgang des Menschen so verläuft, dass der Mensch durch das Leben geht, von Geburt bis zum Tode, und dass das, was der Mensch als Kopf an sich trägt, das ist, was er mit seinem Leibesorganisation in der vorhergehenden Inkarnation getan hat, dass also das, was unser Schicksal war, sich in dem Kopfe wieder spiegelt, so wie unser heutiges Tun mit unserem Leib, ausgenommen dem Haupte, das ist, was bewirkt, wie unser Haupt sich bilden kann dann in der nächsten Inkarnation. Und das, was wir im Haupte tun, das wird, was unser Schicksal sein wird. Und der Grundstein spricht uns eben an, dieses eine Glied der dreigliedrigen Menschenorganisation in Verbindung mit der Dreigliedrigkeit der Trinität und der Dreigliedrigkeit der Engelhierarchien, dem Denken im Haupte, Menschenseele. Du lebest im ruhenden Haupte, das dir aus Ewigkeitsgründen die Weltengedanken erschließen. Übe Geist erschauen, in Gedanken ruhe, wo die ewigen Götterziele, Weltenwesens Licht, dem eigenen Ich zu freien Wollen schenken, und du wirst wahrhaft denken in Menschen Geistes Gründen, denn es waltet des Geistes Weltgedanken, im Weltenwesen Licht erflehend. Ihr Seelengeister, lasset aus den Tiefen erbitten, was in den Höhen erhöret wird. Dieses spricht in des Geistes Weltgedanken, erwachet die Seele. Das hören die Geister in Ost, West, Nord, Süd. Menschen mögen es hören. Der 33. Leitsatz. In dem Gliedmaßen Stoffwechselteil des Menschen sind die vier Glieder der Menschenwesenheit innig miteinander verbunden. Ich, Organisation und astralischer Leib sind nicht neben dem physischen und ätherischen Teil. Sie sind in diesen, sie beleben sie, wirken in ihrem Wachstum, in ihrer Bewegungsfähigkeit und so weiter. Dadurch aber ist der Gliedmaßen Stoffwechselteil wie ein Keim, der sich weiterentwickeln will, der fortwährend danach strebt, Haupt zu werden. Und der fortwährend davon während des Erdenlebens des Menschen zurückgehalten wird. Und wenn wir uns näher ansehen, dieses Gliedmaßen, Stoffwechselteil des Menschen, wenn etwas gewollt wird, ein Stoffwechselvorgang geht vor, der die leibliche Grundlage ist für das Wollen in der Seele. Das Erleben des Wollens in der Seele, sagt dazu Rudolf Steiner, das Stoffwechsel-Gliedmaßensystem ist schon ein einheitliches Ganzes. Und wenn man nicht in konfuser, sondern in exakter Weise die Dinge
untersucht, so erweist sich wiederum, dass das Stoffwechselgliedmaßensystem der unmittelbare Träger aller Willenserscheinungen im Menschen ist. Wenn das, was im Stoffwechselgliedmaßensystem als dem Träger der Willenserscheinung vorgeht, heraufwirkt, heraufkraftet in das rhythmische System, wir haben in der menschlichen Organisation unmittelbar den Zusammenhang zwischen Stoffwechselsystem und rhythmischem System gegeben. Die Gliedmaßen sind, dass sie uns zeigen, was das Geistige in die Welt hineintragen und tun will. Das Geistige verlangt von uns fortwährend das Opfer unserer Hingabe. Und auch in unserer Leibesgestaltung ist dieses Opfer unserer Hingabe ausgedrückt. Wir verstehen die menschliche Gestalt nicht, wenn wir nicht dieses Opfer der Hingabe an den Geist schon ausgedrückt finden in der Beziehung der menschlichen Glieder zu dem übrigen menschlichen Leib. Der Kopf ist der umgestaltete Leib der Vorinkarnation. Wenn wir diese Idee, dieses Ideal der Dreigliederung ansehen, dann ist eben das Gliedmaßenstoffwechselsystem des Menschen, das System, das wir mit in der unmittelbaren Verbindung sehen können mit dem Wirtschaftsleben im sozialen Organismus. Und ein wahres Wirtschaftsleben ist ja so, dass der Mensch nur tun kann für den anderen in Brüderlichkeit. Es ist sozusagen ein Opferdienst, der aber, damit das Wirtschaftsleben funktioniert, ja davon ausgehen kann, dass jedem, der etwas tut für einen anderen, auch damit rechnen kann, dass ihm das zukommt, was er benötigt, um alle mit ihm in Verbindung stehenden Menschen zu ernähren, ihnen die Lebensmöglichkeiten zu bieten und in nächster Folge wieder eine Leistung erbringen zu können. Und so ist es eben mit dem Gliedmaßenstoffwechselsystem, dass es das ständige Opfern ist, dass der Mensch sich erleben kann als Geisteswesen. Wenn wir den Gliedmaßenmenschen ansehen, so ist er in alledem, was er uns äußerlich darbietet, in seiner äußerlichen gestaltlichen Umbildung im Wesentlichen die Umgestaltung der beiden Kinnladen des Menschen, der oberen und unteren Kinnlade. Also Rudolf Steiner erklärt uns, dass diese Metamorphose im Geistigen stattfindet nach dem Leben zwischen Geburt und Tod, nach dem Tode in der geistigen Welt, das, was Gliedmaßensystem ist, sich umbildet zu dem neuen Haupte des Menschen in der nächsten Inkarnation, dass das hinein lebt in die Hauptbildung des Menschen. Das Stoffwechselgliedmaßensystem ist das, was eben im Zusammenhang steht mit dem Bildekräfteleib, dem Ätherleib, die Organisierung, das Organbilden und Formen des Menschenleibes findet da statt. Eine andere Partie, sagt dazu Rudolf Steiner, dessen, was da aus dem geistig-seelischen herunterkommt, baut nun analytisch das Stoffwechselgliedmaßensystem auf, baut die Organe auf, die auseinanderfallen, die deutlich unterscheidbar einzelne Konturen haben, also die Unterscheidbarkeit der Aufgaben, die in diesem Glied des Menschenwesens auftreten. Wenn Sie nun den ganzen Körper betrachten, mit seinen deutlich unterscheidbaren einzelnen Konturen, so haben wir darinnen Leber, Lunge, Herz und so weiter, mit denen auch das Gliedmaßenstoffwechselsystem zusammenhängt. Das rhythmische System sieht man nicht. Alles, was mit physischer Substanz ausgefüllt ist, gehört zum Stoffwechselgliedmaßensystem, um diese Spezialität der verschiedenen Glieder eben verstehen zu können, dass das rhythmische System ist eben der Rhythmus, der darin abläuft. Auch was man am Gehirn sieht, ist Stoffwechsel. Nun liegt das, was diese einzelnen analytisch aufgebauten Organe sind, dem gesamten Willensleben des Menschen zugrunde. Wie die synthetische Tätigkeit zugrunde liegt dem Denken,
So liegt all das, was an Organen da ist, zugrunde dem Willensleben. Also das Schicksalswollen gestaltet unser Leib für unsere Schicksalsausleben auf Erden. Und so können wir gebildet von den Bildekräften, organisiert im menschlichen Leib, unser Schicksal willentlich ausleben. Und in den Hochschulstunden, in der 11. Stunde, hören wir in einem Mantra, wie der Mensch mit seinen Gliedmaßen, Stoffwechselsystem in Verbindung steht mit der physischen Erde, in Verbindung steht mit den geistigen Mächten, die dieses möglich machen, dass der Mensch sich inkarnieren kann. Welten, Grundes, Mächte, Schöpfer, Liebes, Glänzen, Schafft in Leibesgliedern, Menschen Wirkens, Strömung, das ich will. So strebet ihr im Erdenwerke als Menschen Sinnes Taten. Und im Grundstein von 1923 hören wir diese Verbundenheit des menschlichen Gliedes, der Gliedmaßen, Stoffwechselsysteme, Menschen, Seele. Du lebst in den Gliedern, die dich durch die Raumeswelt in das Geistesmeereswesen tragen, über Geist erinnern, in Seelentiefen, wo im waltenden Welten Schöpfer sein, das eigene Ich im Gottes Ich erweset, und du wirst wahrhaft leben im Menschen Welten Wesen, denn es waltet der Vater Geist der Höhen, in den Weltentiefen sein erzeugend. Ihr Kräfte, Geister, lasset aus den Höhen erklingen, was in den Tiefen das Echo findet. Dieses spricht, aus dem Göttlichen weset die Menschheit. Das hören die Geister in Ost, West, Nord, Süd. Menschen mögen es hören. Der 34. Leitsatz. Die rhythmische Organisation steht in der Mitte. Hier verbinden sich Ich-Organisation und Astralleib abwechselnd mit dem physischen und ätherischen Teil und lösen sich wieder von diesem. Atmung und Blutzirkulation sind der physische Abdruck dieser Vereinigung und Loslösung. Der Einatmungsvorgang bildet die Verbindung ab, der Ausatmungsvorgang die Loslösung. Die Vorgänge in Arterienblut stellen die Verbindung dar, die Vorgänge im Venenblut die Loslösung. Das rhythmische System steht in der Mitte und will eben immer den Ausgleich schaffen zwischen den einander entgegengesetzten polarischen Tätigkeiten des Nervensinnessystems, also der Haupt des Systems, und des Stoffwechselgliedmaßensystems, sagt Rudolf Steiner dazu. Und in der anthroposophischen Medizin hören wir, beide Pole des menschlichen Der menschlichen Organisation werden durch das rhythmische System vermittelt. Alle Prozesse im menschlichen Organismus sind rhythmisch geordnet. Nicht nur Atmung und Herzfunktion kennen ihre Rhythmen, sondern zahlreiche Funktionen im Nervensystem, viele Hormone, Blutdruck, Blutzucker, Bewegungsaktivitäten im Verdauungstrakt und so weiter sind rhythmisch geordnet. Dabei sind diese Rhythmen nicht getrennt voneinander, sondern bilden ein rhythmisches System. Also wir haben eine Harmonie in den rhythmischen Systemen miteinander. Dieses Herzens-Lungensystem können wir sehen, dass der ganze Herzens-Lungentrakt
also das Gefäß überführt, ganz unorganisch gewordene Nahrung in Lebendiges. Die menschliche Organisation kann nicht bestehen, ohne dass ihr Lebendiges sie sich selber wiedergeben kann. Sie kann eben das, was wir als Nahrung aufnehmen, auflösen, in ein Totes verwandeln und dann wieder in ein Lebendiges, das es dem eigenen Körper zuführt. Sagen wir, das Eiweiß im Organischen, im lebendigen Eiweiß umgewandelt finden. Also das, was vorher totes Eiweiß war, das wir zu uns genommen haben, wandeln wir um in lebendiges Eiweiß. Durch das Herzens-Lungensystem, natürlich mit allen seinen Anhängseln, sagt er zu Rudolf Steiner, das Herzens-Lungensystem ist da, um dasjenige, was physisches System ist, aufzufangen in die ätherische Organisation und ein Vitalisieren stattfindet, ein Einfangen des Unorganischen in das Organische, ein Einfangen in das Vitale. Durch den Prozess, der sich im Herz-Lungen-System abspielt. Also es ist das, dass es wird lebender Tod. Es ist im Herzens-Lungen-System, in diesem Rhythmus-System, diese Verbundenheit mit dem Christuswesen, mit dem Wesen des Rhythmus der ganzen makrokosmischen Welt, die hereinwirkt und die es uns ermöglicht, das Unorganische wieder in das Lebendig-Organische zu verwandeln. In dieser 11. Stunde aus den Hochschulstunden, aus den esoterischen Unterweisungen, hören wir dazu Welten, Sonnenkreise, Geisterwirkens Wege, Tönen den Herzensmitte. Menschen, Seelen weben, dass ich lebe. So schreitet ihr im Erdenwandel als Menschen Schöpferkraft. Wir leben mit unserem rhythmischen System in Verbindung mit den Weltenrhythmen. Und im Grundstein hören wir dazu, Menschenseele, du lebst in dem Herzenslungenschlage, der dich durch den Zeitenrhythmus ins eigene Seelenwesens fühlen leitet. Übe Geist wie Sinnen im Seelengleichgewichte, wo die wogenden Welten werde taten. Das eigene Ich, dem Welten-Ich vereinen, und du wirst wahrhaft fühlen, im Menschen Seelen wirken. Denn es waltet der Christuswille im Umkreis, in den Welten Rhythmen, Seelen begnaden, ihr Lichtesgeister. Lasset vom Osten befeuern, was durch den Westen sich formet. Dieses spricht: In dem Christus wird leben der Tod. Das hören die Geister in Ost, West, Nord, Süd. Menschen mögen es hören. Und das ist, was wir eben auf diesem anthroposophischen Erkenntnisweg uns erarbeiten können. Das Verständnis, die Erkenntnis des Menschen als geistiges Wesen, als seelisch-geistiges Wesen, das sich des Apparates, des Spiegelungsapparates, des physischen, sinnlichen Leibes bedienen kann, um sich selbst zu erleben, sein Schicksal ausleben zu können, sich selbst entwickeln zu können, indem es an eigenem Wollen, Fühlen und Denken arbeitet, diese Fähigkeiten erkraftet, um als Individualität voll bewusst, als ich-bewusstes Wesen in der geistigen Welt wieder leben zu können. Also diese hellsehende Begabung,
der Fähigkeit der höheren Erkenntnisse, also der höheren Erkenntnisse, der imaginativen Erkenntnis, der inspirativen Erkenntnis und der intuitiven Erkenntnis, sich nach und nach je nach unseren individuellen Möglichkeiten zu erarbeiten. Und das Ereignis von Golgatha, das Heruntersteigen des Christuswesens in den irdischen Wesensstrom, das ist es, was uns geschenkt hat, dieses geistige Glied unserer Wesenheit, dass wir zu uns Ich sagen können als individuelle freie Wesenheit. Und durch dieses Verbundensein mit dem Christuswesen sind wir nach und nach in die Fähigkeit versetzt, uns als Ich-Wesenheit auch in dem Leben nach dem Tode bis zur nächsten Geburt uns zu erleben, uns auch in der Situationsmeditation zu erleben, wenn wir in der geistigen Welt wa beginnen wahrzunehmen, bewusst. Und so der letzte Teil des Grundsteinspruches, diese Verbundenheit der drei Glieder des Menschen mit dem Christuswesen. In der Zeitenwende trat das Weltengeisteslicht in den irdischen Wesensstrom. Nachtdunkel hatte ausgewaltet. Taghelles Licht erstrahlte in Menschen Seelen. Licht, das erwärmet die armen Hirtenherzen. Licht, das erleuchtet die weisen Königshäupter. Göttliches Licht, Christus Sonne, erwärme unsere Herzen, erleuchte unsere Häupter, dass gut werde, was wir aus Herzen gründen, was wir aus Häuptern zielvoll führen wollen. Vielen herzlichen Dank.